Vielen Dank, Walter Sickler. Und es ist, wenn man so oft demonstriert und so eine Vielfalt und so eine reiche Bewegung an Wissen und Aktionen und Kreativität hat, schlicht auch mal Zeit, Danke zu sagen. Danke für all diejenigen, die nicht nur demonstrieren, ihre Kreativität und Kraft einbringen, sondern die auch so unermüdlich spenden und damit möglich machen, dass all diese Vielfalt und die Aktionen, die Montagsdemonstrationen, aber auch unsere Klagen, wie die jetzt vor dem Verwaltungsgerichtshof zur 7. Änderung, also genau der Änderung da, wo es ums Grundwassermanagement geht, der doppelten Entnahme des Grundwassers, zum Beispiel diese Klage mit ihren Spenden unterstützen. Vielen Dank dafür. Also, ich muss jetzt was hochheben. Hier wurde so ein Stirnband abgegeben, kann hier abgeholt werden. Genauso können an unseren Infoständen die neuen K21-Schals und die K21-Mützen von Ihnen möglichst zahlreich abgeholt werden. Wie gesagt, gerne gegen Spende. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier auch wieder Karten unterwegs sind, zum Beispiel die lustigen Karten von der Nikolaus-Aktion, der sehr aktiven Bad Cannstatter gegen Stuttgart 21. Und bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass auch am nächsten Montag unsere Montagsdemonstration in Bad Cannstatt auf dem Marktplatz stattfinden wird. Zum Danksagen gehört es auch nochmal zu erinnern. Zu erinnern und wie alles mit den Montagsdemos angefangen hat. Als 4, 5 Menschen vor dem Bahnhof am Nordflügel das erste Mal standen, da war ich skeptisch. Beim zweiten Mal bin ich mit Gangolf hingegangen, da waren es 20. Beim dritten Mal 40. Dann wurde auf einer Montagsdemonstration... Ja, ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass, und das wird vielleicht für die, die ganz hinten sind, eine gute Nachricht sein, die zweite Straßenseite der Schillerstraße nun endlich auch für unsere Demonstration gesperrt wurde. Also rücken Sie auf und erinnern sich nochmal, ich war gerade bei 20, 30 Leuten, da sind wir heute ein bisschen mehr. Aber so hat es mal angefangen. Die Zeitung hat davon nicht berichtet, bis dann eine 70-jährige Dame verhaftet wurde und es ein bisschen Remi-Demi gab, weil das unglaublich war. Das stand dann in der Presse. Am nächsten Montag waren es ein paar hundert. Und dann irgendwann erinnere ich mich, wie Gangolf gesagt hat, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir hier eine Bühne hinstellen. Und ganz einfach damals, es waren zwei Bretter zwischen Blumenkübeln und eine Musikanlage. Das waren damals die Bretter, die dieser Bewegung die Grundlage gelegt hat und diese Bewegung groß gemacht hat. Und wir haben damals, von Anfang an, und das war Gangolfs Idee, mit dafür gesorgt, immer eine gute Mischung zu haben aus Reden und Kultur. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt hier auf der Bühne den Lenkungskreis Jazz zu begrüßen, der uns noch mal ein bisschen Feierlaune macht. Herzlich willkommen hier auf der 250. Montagsdemo. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank an den Lenkungskreis Jazz. Ich muss sagen, unglaubliches Bild, wenn hier 10.000 Leute am Grooven sind. Ja, es gibt ja so den manch oder anderen, der unsere Bewegung gerne im Museum sehe. Oder der sagt, es sei doch alles nur noch zum Ritual verkommen. Ich glaube, heute strafen wir all diejenigen Lügen mit dieser Lebendigkeit und mit der, wie wir sie hier vorleben. Unsere Bewegung lebt! Oben bleiben! Aber was wichtig ist, zur Lebendigkeit gehört es dazu, dass man sich weiterentwickelt, dass man nicht an seinem eigenen Kesselrand stehen bleibt, dass man Zusammenhänge herstellt. Und deswegen erlauben Sie mir kurz, am 10.12. ist der Tag der Menschenrechte. Um 17 Uhr findet dazu eine Kundgebung am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus statt. Sie sind alle herzlich eingeladen. Und jetzt freue ich mich auf unseren letzten Redner, der auch in genialer Art und Weise immer wieder weiter und neu denkt. Begrüßen Sie hier auf der 250. Montagsdemo den Regisseur Volker Lösch. Applaus